Okay, dann haben wir hier unser Pokémon gefangen. Ich habe jetzt eigentlich nur gewartet, dass jetzt irgend so ein Über-Mega-Pokémon kommt, das ich unbedingt haben hätte wollen. Da ist gerade gekommen wäre und ich es nicht hätte fangen dürfen. Auch wenn der PC nicht funktioniert oder das Pokémon Center lässt sich ja hoffentlich trotzdem benutzen hier, ne? Ja. Wenn schon sonst nichts funktioniert in dem Saftladen. So, dann machen wir jetzt den Glutweg. Gibt's hier eigentlich Items? Nö. Ich habe jetzt gerade nicht wirklich allzu viele Sachen gegen Wasser-Pokémon dabei. Außer vielleicht Yuki und den will ich jetzt nicht unbedingt raushauen, weil der immer noch 7 Level über dem Team ist. Ja, wenigstens haben wir hier mal wieder ein paar Trainer mit höherem Level. So dass ich dort bald mal wieder trainieren kann. Falls ich irgendwann mal wieder was trainieren muss. Ein Inturon. War ja auch wieder sehr niedlicher Schaden. Das ist halt dann das Schöne, wenn man mal ein paar Pokémon hat, die ein bisschen was aushalten. So, das sollte für ein Level abreichen. Yep, Level 44. Die Verteidigung ist immer noch höher als die Spezialverteidigung bei dem Guten hier. Und Angriff ist minimal höher als der Spezialangriff sogar. Na gut, das ist sehr minimal. Der eine Punkt, der macht da nicht wirklich was aus. Man kann sagen, die sind gleich hoch. So, Kanchan darf jetzt mal wieder nach vorne. Hier gibt es irgendwo dann den Zertrümmerer, wenn wir hier schon wieder Zertrümmererfelsen sehen. Ein Mauzi. Noch ein Mauzi. Ich müsste mich eigentlich mal schlau machen, wo es in Feuerrot und Blattgrün die TM 27 gibt. Rückkehr wäre eine echt schöne Attacke für Kanchan. Das Einbrach hier allen Angriffswert macht die nämlich auch ordentlich Schaden. Ah,
Habitat haben wir schon. Wir dürfen hier ja auch noch was fangen. In San Dame. Ich würde das jetzt auch nur machen lassen, aber bei San Dame habe ich zumindest ein bisschen Respekt vor seinem Bodentypen. Außerdem weiß ich jetzt nicht genau, ob dieses San Dame nicht sogar schneller ist als Nür, weil San Dame hat eine 65 und Amoroso, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel der hat, aber ich glaube irgendwas mit 55 oder nur 50, bin ich mir jetzt echt nicht sicher. In Radikal kommt jetzt auf jeden Fall rein. Das Item da unten komme ich ja, glaube ich, nur ran, wenn ich einen Zertrümmerer habe. Also, gut. Dann machen wir hier mal schnell die Kämpferin hier. Mühlenmädel Emily mit einem Kickli. Hui. Und Konchan ist sogar schneller. Gut, das sind 5 Level Unterschied, aber trotzdem. Es ist immer noch ein Flamara und Flamara ist jetzt nicht unbedingt das schnellste Pokémon, das es gibt. Das hat eine Base Endet von 65. Ein Himmelhieb, der könnte jetzt sogar wehtun. Tut er auch. Das sieht mir nach einem Schwimmer aus. Dagegen habe ich nicht mehr wirklich was dabei. Na gut, ich bräuchte Dirk hier eigentlich wieder im Team, aber ich darf ihn gerade nicht mitnehmen. Der lässt mich ja gerade nicht an den PC ran. In Muschas. Das kommt auch noch hinterher. Er kriegt auch eine Schockwelle. Das sollte den nämlich auch. Ja, ich glaube, das wollen den auch. Das hat ja weder guten KP-Wert noch anständige Spezialverteidigung. Und ein Schillock.
Na gut, es ist nicht mein Sherlock. Von meinem eigenen Sherlock, also von meinem CP-Sherlock, wüsste ich, dass das Ding was könnte, aber vor dem Ding habe ich da keine Angst jetzt. KP Schaden macht er und 11 KP heilen die Überreste. Schon wieder ein Tentacher. Ich glaube, es gibt kaum noch Pokémon, die wir überhaupt noch fangen können. Kann das sein? Ein Topschutz. Hier gibt es einen Doppelkampf. Könnten wir ja mal einen Spaß draus machen und die beiden nach vorne schicken. Die sind beide zur Not bulky genug, dass sie eine Kampfattacke überleben. Und mit beiden einfach Surfer einsetzen. Sind wir hier noch in Gen 3 und Surfer trifft hier noch nicht den Teampartner. Mashak und Rasaf, die beiden sind sowieso. Ja, ich glaube, die könnten sogar langsamer sein als meine zwei. Okay, Rasaf ist schneller, aber Mashok. Geowurf. Okay. Wow, was für mächtige Attacken. Ein Volltreffer hättest du ruhig eine Runde eher raushauen können, Laprisu. So, dann sind die beiden auch erledigt. Ich schmeiß jetzt mal Kenji nach vorne. Schwarzgurt Enrico. Überwurf will er machen. Und die Geschichte bringt jetzt genau gar nichts. Herzlichen Glückwunsch. Ein Maschok. Schon ein bisschen was Härteres als ein Macholo, aber wahrscheinlich auch kein Problem. Okay, das macht zwar jetzt ein bisschen Schaden, aber das überlebt er. Wer darf als nächstes? Scully darf mal wieder.
oder Cholo. Ich habe keine Lust, dass der jetzt mir irgendwie mit Vergeltung den Crit reinhaut. Ich schmeiß den Guten hier mal wieder rein. Die paar XP. Dann sind wir hier bei der Gluttherme. Hier können wir vor allem, glaube ich, können wir hier auch den Zertrümmerer kriegen, oder? Yep. Wer kann denn den überhaupt lernen? Yuki, Kenji, der Prisonier. Habe ich für Nür eine sinnvolle letzte Attacke? Also wenn man bedenkt, dass der noch... Also Surfer, Eistrahl, eventuell Antikraft. Ich habe für den keine letzte sinnvolle Attacke, also kann er haben. Kanone braucht eh niemand. Dann können wir jetzt wenigstens Felsen zertrümmern. Wieso sie hier drei Zertrümmerer Felsen hier reingemacht haben, ist mir sowieso ein Rätsel. Einer hätte doch hier gereicht. So nach dem Motto, ja, wir wissen, du hast einen Zertrümmerer dabei, dann kann ein Felsen und fertig. So. Wir dürfen einen Kleinstein fangen hier auf dieser Route. Ich habe jetzt nichts wirklich da, um den effektiv schwächen zu können. Also werfe ich einfach mal einen Superball und schaue, ob er drin bleibt. Oder ist es die? Nö, bleibt nicht drin. Ein Igler. Also effektiv schwächen, wobei ich kann ihn ein bisschen schwächen. Ich fürchte, dass ihn... Dass den alles, was ich ihm entgegenwerfen würde, umbringen wird. Ja, geht zumindest ein bisschen besser. Ich habe keine Status-Attacken aller Toxin im Team, ne? Ich habe nichts dabei, was ihn nicht umbringen würde. Probieren wir es mal weiter mit ein paar Pokebällen. Nee, den mag er gar nicht. Kommt auch noch durch die Verwirrung durch. Ja, geht doch. So, das ist ein weibliches Kleinstein. Na ja, gut, ich glaube, hierfür können wir das mal machen. Weil ich jetzt wieder ewig rumüberlegen muss.
ist jetzt die Nadine.